hast du wieder eingeschaltet. Wie versprochen, mache ich mich jetzt am Gang von meinem Geschäft und von meinem Atelier. Wie du siehst, es ist ein sehr alter Sisal-Teppich an der Wand. Ich würde sagen, ziemlich überholt, nicht mehr so aktuell und es ist einfach nicht schön. Zurzeit sind wir ja noch am Raum der Jungs am Renovieren, aber irgendwie juckt es mir jetzt total in den Händen, den Teppich runterzureissen. Und das habe ich bereits schon gemacht und das zeige ich dir jetzt, wie das darunter aussieht. Auch für mich ist immer wieder eine Überraschung. So. Wie du siehst, hier ist der Teppich schon weg von der Wand. Hier ist er noch dran. Das ist natürlich komplett verleimt worden. Ich mache mir jetzt tatsächlich die Mühe und nehme den kompletten Teppich im ganzen Gang weg. Und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. Nagel reingestanden, tatsächlich. Zum Glück habe ich dicke Sohle. Ich bin als Kind schon einmal einen Nagel gestanden, dann aber barfuß und dann ist wieder oben rausgekommen. Und das brauche ich gar nicht mehr. Frau König nimmt gerade komplett die ganze Hütte auseinander. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, da sind noch Kabel verleiht. Elektrikerkasten da oben. Der kommt mir jetzt auch schon halb entgegen. So ist das, wenn man etwas im Grind hat. Also hier laufen noch Kabel durch. Und
schließt doch gerade ein bisschen alles aus der Wand. Okay, der Dübel ist nicht so gut montiert. Hier ist der Sicherheitskasten von der Elektrizität. Da muss ich jetzt schauen, weil da habe ich schon auch ein bisschen dran umgerissen. Und nicht, dass der mir komplett entgegenkommt. Das ist schon mal geschafft. Dann hinten noch. Hier hinten noch ein kleines Stück und dort auf der Seite. Dann ist mal alles so weit unten, das Gröbste. Dann geht es mit dem Spachtel weiter. Ja, und warm kriegt man. Das tun wir jetzt alles entsorgen. Gut, das ist meine vom Herrn Schröder. Ja. Der grusige alte Teppich ist jetzt weg. Den ganzen Gang, unten wie oben. Jetzt kommt dann der nächste Schritt. Wenn du den nicht möchtest verpassen, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, aktiviere die Glocke und dann siehst du, wie es weitergeht. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann schau dir auch drauf. Hier jetzt noch, damit man ein bisschen Ordnung hat.